Und damit hallo und herzlich willkommen zu Part 2 der Parkitect Update News. Ja, ich habe vor ein paar Tagen erst Part 1 rausgehauen, aber der war ja relativ spät. Und deshalb ist gestern auch schon die Alpha 2 released worden. Und was es da Neues gibt, wollen wir uns wieder angucken. Erste Neuerung, es gibt noch Dänisch und Niederländisch als Sprachen. Und den Rest schauen wir uns jetzt wieder im Park an. So, zwei der größten Neuerungen haben mit Achterbahnen zu tun. Und Nummer 1, der einem direkt ins Auge springt, ist hier der Inverted Powered Coaster von Mugwrights. Der ist hinzugefügt worden. Das heißt, man hat hier eine Mischung, die man bauen kann aus Themenfahrt und Achterbahn. Man kann immer die Geschwindigkeit bestimmen. Man kann die Gondeln frei drehen. Und so kann man dann quasi einen Teil Themenfahrt machen. Und wenn man dann möchte, kann man auch noch einen Teil Achterbahn anfügen. Das Ganze kann bis zu 35 km/h schnell fahren. Jetzt, wenn es hier berghoch geht, natürlich ein bisschen langsamer, aber jetzt hier im Kreisel dürfte der anziehen. Genau. Und man kann die halt jederzeit frei rotieren lassen. Ich würde sagen, wir setzen uns hier einfach mal kurz rein. Dass man sich hier so reinsetzen kann, das ist eine Mod, die habe ich installiert. Vielleicht mache ich da die Tage auch mal ein Tutorial zu. Müssen wir mal gucken, aber da gibt es ein paar ganz nützliche Dinge. Auf jeden Fall, neuer Achterbahntyp, funktioniert echt super. Und ja, bei der Gelegenheit schauen wir uns auch mal gerade an, wie man den baut. Weil da gibt es ein paar Dinge, auf die man achten muss. Also wir bauen ganz normal. Ah, guck mal, das ist auch verändert worden. Ich muss jetzt nicht immer auf Bild klicken, um was zu bilden, sondern ich kann auch Doppelklick auf die auf das entsprechende Feld machen. Wir haben jetzt hier, können wir die Rotation verändern und hier die Geschwindigkeit. Und wir können niemals beides gleichzeitig machen, das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn ich jetzt hier in dem Feld die Geschwindigkeit erhöhe, kann ich nicht gleichzeitig noch eine Rotation einbauen. Das heißt, ich muss quasi, wenn ich jetzt auf Geschwindigkeit kommen will, zuerst die Geschwindigkeit erhöhen. Dann kann ich jetzt die Rotation einbauen. Und jetzt erst kann ich den Kreisel bauen. Aber wenn man das weiß, dann ist das auf jeden Fall nicht so schwierig und man kann hier ganz gute Achterbahnen bauen. Genau, dann als nächstes gibt es hier die Neuerung, dass das Ende eines Lifthills als Blockabschnitt funktioniert. Ihr seht das jetzt, das hier ist jetzt eine Achterbahn nur zum Demonstrieren, mal mit Blöcken gebaut. Und immer wenn der Block davor noch nicht freigegeben ist, wartet er halt jetzt auch am oberen Ende vom Lifthill. Das war vorher ein bisschen nervig, weil man ja schon mal als ein Block den Lifthill hatte und dann den ersten Teil der Achterbahn und das war halt dann ein sehr großer Block. Und so ist das Ganze halt ein bisschen, ja, realistischer, würde ich mal sagen. Dann gibt es jetzt hier noch ein Feld, das heißt Übersicht. Hier kann man dann schauen, was hat man für Attraktionen, wie viel kosten die, kann man das direkt verändern. Oder hier kann man sich dann direkt seine Stände rausklicken. Oder seine Mitarbeiter und Besucher. Wenn ich mir jetzt hier einen Besucher anklicke und ich denke so, oh, der ist ja ganz cool, den würde ich gerne im Auge behalten, dann kann ich den hier als Favorit markieren. Genauso geht das bei Arbeitern. Ist das jetzt ein Arbeiter? Mechaniker, genau. Und wenn ich dann auf das Übersichtsfeld gehe, sehe ich hier direkt oben meinen markierten Mechaniker und meinen markierten Gast. Und kann halt so direkt nachverfolgen, was machen die. Und kann mir die auch anschauen. Dann gibt es noch ein paar neue Graphenstatistiken. Da gab es vorher nur Finanzen, da gibt es jetzt noch Parkrating, also wie wird der Park gefunden, wie ist das Erlebnis, wie sind die Preise, die Sauberkeit und die Population, also wie viele Leute sind da drin. Im Moment so circa 60, warte, kann man das... 61 im Moment. Ja, cool. Obwohl hier gar nichts los ist, also das passt schon. Also gar keine Attraktionen da sind. Dann gibt es jetzt noch eine UI-Skala, die man in den Einstellungen verändern kann. UI-Skala ist immer... Jetzt muss ich ja gerade gucken, wo das ist. Genau, das ist immer... Wenn wir das jetzt direkt sehen, genau, die Größe von diesen Symbolen hier. Ich weiß nicht, wenn man jetzt ein bisschen Sehschwäche hat, kann man das so spielen, aber...
Ich denke mal, dass 1,0 da für den Standardverwender schon okay ist. Dann gibt es jetzt wiederum eine Neuerung, dass sich Gäste an ihre Lieblingsfahrt erinnern. Also, wenn denen jetzt was besonders gut gefallen hat, dann merken die sich das und ja, gehen da dann wahrscheinlich nochmal eher drauf. Man kann jetzt hier, wenn man bestimmte Sichtwinkel hat, die Standardsichtwinkel machen oder isometrische 45-Grad-Winkel. Aber ich würde mal sagen, frei drehen ist immer noch die beste Option. Also hier einfach frei drehen ist das Beste. Und dann gibt es hier bei den Shops jetzt noch eine neue Funktion. Und zwar kann man hier synchronisieren anstellen. Das heißt, ich habe jetzt hier meinen Brezelstand. Brezel kostet 1,10. Hier habe ich meinen Brezelstand auch 1,10. Wenn ich den Preis jetzt auf 1,50 erhebe, dann wird hier beim Brezelstand der Preis auch auf 1,50 erhoben. Und ihr seht schon hier die Pfeile, das ist neu. Also man muss jetzt nicht immer die Zahlen manuell eingeben, sondern man kann auch hier auf die Pfeile klicken oder einfach über dieses Feld gehen, einmal draufklicken und dann mit dem Mausrad hoch und runter gehen. Das geht auch. Dann gibt es noch eine neue Einstellung für das Volumen der Stimmen der Gäste. Also wenn euch jetzt zu laut schreien oder zu leise sind oder so, könnt ihr das auch nochmal speziell anpassen. Und ich glaube, das war es dann auch schon so ziemlich. Es gibt natürlich wieder allerlei Verbesserungen, allgemeine Leistungsverbesserungen und so und alle möglichen Bugfixes, aber die Liste könnt ihr euch wieder durchlesen, wenn ihr wollt. Ist natürlich wieder in der Beschreibung verlinkt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten News-Video. Bis dahin, macht's gut, Leute.